Am Freitag, den 20. April, da kommt es zur Titelentscheidung in der Erste Bank Eishockey-Liga. Mit dabei natürlich Red Bull Salzburg als Zweitplatzierter in die Playoffs eingezogen. Und sie müssen sich jetzt in der Best-of-Seven-Serie im 7. Spiel gegen das Überraschungsteam aus Bozen behaupten. Die Foxes haben sich wahrlich in einen Rausch gespielt, im Viertelfinale den KAC ausgeschaltet und nicht zuletzt die Vienna Capitals mit 4:1 aus dem Weg geräumt. Und auch die Finalserie hat sich sehr, sehr spannend gestaltet. Bozen konnte zweimal vorlegen, war mit 1:0 und 2:1 schon in Führung, geriet dann ins Hintertreffen, konnte aber letztendlich mit einem 6:3 Heimerfolg in der heimischen Eiswelle noch einmal ausgleichen. Und jetzt kommt es am Freitag um 20.20 Uhr zum großen Showdown in der Erste Bank Eishockey Liga. Da wird sich dann entscheiden, wer sich zum Titelträger hier in Österreich krönen darf. Und nicht zu vergessen, ab 4. Mai geht dann auch noch die AWM der Eishockey-Männer über die Bühne. Da werden dann auch die Salzburger Spieler, die jetzt noch nicht mit dabei sind, nachziehen und um den Klassenerhalt kämpfen.